Voreifelzeit wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Köln. Gute Beratung, gut für Sie in den Regionen Rheinbach, Meckenheim und Bornheim. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur ersten Dezemberausgabe unserer Voreifelzeit. Bevor der erste Frost kommt, müssen die Bauern in der Voreifel noch schnell die Zuckerrüben einfahren. Bei der sogenannten Rübenkampagne werden die nach Meckenheim zur Weiterverarbeitung gebracht. Detlef Wagner hat sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Bauern der Voreifel haben wie jedes Jahr wieder ihre Rübenfelder wohl bestückt. Auf fast 500.000 Hektar werden die Knollen nun geerntet und ein Teil davon in die Meckenheimer Grafschafter Krautfabrik gefahren. Das Rohprodukt wird dann samt Trecker und Anhänger im wahrsten Sinne abgekippt. Wir haben so wie jedes Jahr in der Zeit von Mitte September bis Mitte Dezember hier die Zeit der Rübenverarbeitung, im Rheinland auch Rübenkampagne genannt. In dieser Zeit werden wir von unseren ca. 120 Landwirten mit ca. 50.000 Tonnen Zuckerrüben beliefert. Und diese Menge an Zuckerrüben werden dann in der 80- bis 85-tägigen Kampagne zu ca. 12.000 Tonnen Zuckerrübensirup oder auch Grafschafter Goldsaft, so wie unser Produkt sich hier nennt, verarbeitet. Die Rüben durchlaufen eine Reihe Vorgänge. Sie werden gewaschen, geschnipselt, gekocht, bis sie dann zum Schluss als wohlschmeckender, dunkler, süßer Sirup abgezapft werden können. Also nach der Produktion wird der Zuckerrübensirup in große Tanks gegeben und dort kann er rund ums Jahr abgefüllt werden in die verschiedenen Verpackungen, vom kleinen Becher, Dosierflasche bis hin zu den großen Tankwagen. Wir beliefern ja auch unsere Kunden die großen Bäckereien, genauso wie die pharmazeutische Industrie und natürlich den Endverbraucher. Dieser von Nord bis Süd bekannte Brotaufstrich ist nun auch von der EU besonders hervorgehoben worden. Wir sind sehr stolz, dass wir seit Sommer diesen Jahres die sogenannte geografisch geschützte Angabe, die als Siegel auf dem Becher dann auch zu erkennen sein wird, unser eigen nennen dürfen. Dieses Siegel bedeutet, dass der Herstellungsprozess und vor allem auch die Rohstoffbindung, nämlich dass die Zuckerrüben hier aus der Voreifel, aus der Region Grafschaft kommen, kontrolliert wird und damit auch zertifiziert wird. Lecker! Die Adventszeit bringt natürlich sehr viele weihnachtliche Events mit sich. Wo in den nächsten Tagen was los ist, zeigen unsere Veranstaltungstipps. Für Freitag, 6.12.2013, hat der Schmalzler Fanclub ein großes Weihnachtskonzert mit den Gruppen Bergkameraden und Schmalzler in der Aula am Turmhof in Mechernich organisiert. Beginn 19.30 Uhr. Sonntag, 8.12.2013, findet das Jahreskonzert der Musikfreunde Reusdorf in der Rheinhalle Bornheim-Hersel statt. Das Repertoire umfasst sowohl traditionelle Blasmusik wie auch moderne Brassband-Musik. Beginn 16 Uhr. Das Litera Tour TRZ lädt Montag, 9.12.2013 zu einer Weihnachtslesung in das Drehwerk Adendorf ein. Das Thema ist Morgen, Kinder, wird's was geben. Beginn 19 Uhr. Und wo man in der Voreifel sonst noch besonders schön in vorweihnachtliche Stimmung kommt, das hat sich Kollege Horst Götze mal angeschaut und noch ein paar Tipps für Sie zusammengestellt. Weihnachten steht vor der Tür und da ist gerade die Zeit davor besonders stimmungsvoll. Neben den Weihnachtsmärkten in den großen Städten bietet unsere Voreifel auch kleine, ja eher gemütliche Orte der Besinnung. Und zwei davon möchten wir Ihnen als Tipp für die Vorweihnachtszeit ans Herz legen. Alle Jahre wieder laden die Heimatfreunde Reusdorf zur Krippenausstellung in das Pfarrhaus St. Clara nach Bornheim-Reusdorf ein. Und diese Ausstellung sollten Sie auch diesmal nicht verpassen. Und zwar ist das ja auch ein Teil unseres traditionellen Brauchtums, den wir uns ja als Verein verpflichtet haben. Früher war es so, dass in der Weihnachtszeit die Kinder immer von Haus zu Haus gelaufen sind und haben sich jedem Haus die Krippchen angeguckt. Das gibt es heute auch noch, selbstverständlich. Aber wir wollten die Sache auch ein bisschen präsenter machen
Und so haben wir die Familien eingeladen, ihre Krippenbar hier im Pfarrheim zu präsentieren. Und das hat bis heute einen sehr großen Erfolg. Viele sind dadurch auch animiert, ihre alten Krippen mal wieder vom Dachboden zu holen oder neue Krippen selbst zu basteln mit den Kindern zusammen. Und es ist immer eine große Vielfalt, die dann auch an Krippen uns hier angeboten wird, die wir in jedem Jahr ausstellen können. Ja, und da sind auch richtige Exoten dabei, wie hier zum Beispiel eine Krippe handgeklöppelt. Und zwar hat eine alte Dame, die aus Schlesien stammt, diese Dinge ganz fein aus Garn geklöppelt. Zum Teil auch mit Goldfäden gemacht und man sieht also die ganz detaillierte, wunderschöne Arbeit. Wie lange braucht man für so eine Krippe? Ungefähr 3 bis 4 Tage. Welches Material oder Holzsorte wird verwendet? Das Material ist Lindenholz. Das sind Rohlinge. Die habe ich bei einer Firma Spangler, die ist bei Regensburg. Gehe ich mir die immer kaufen, wenn ich in Urlaub fahre am Bayerischen Wald. Glühwein gibt es ja auf jedem Weihnachtsmarkt, aber diesen gibt es nur hier auf der Krippenausstellung. Wir haben nämlich vor vielen Jahren dieses Originalrezept aus dem 17. Jahrhundert aus dem Kaufmannsbuch eines Weinhändlers rausgeholt, haben das Ganze übersetzt und haben tatsächlich all die Ingredienzien gefunden und haben daraus diesen einzigartigen Glühwein kreiert. Und den muss ich natürlich dann auch hier anpreisen. Ja, da kommt dann doch so leise die Frage auf. Kommen die Leute wegen der hübschen Krippen oder vielleicht nur wegen des leckeren Glühweins? Ja, und das können Sie am 14. und 15.12. selber mal ausprobieren. Und das ist dann auch gleich unser zweiter Tipp. In dem historischen Städtchen Bad Münstereifel gibt es jedes Jahr einen kleinen, aber besonders romantischen Weihnachtsmarkt. Bürgermeister Alexander Büttner hat besonderen Wert darauf gelegt, dass in dem beschaulichen Örtchen keine Weihnachtskirmes veranstaltet wird, sondern die etwa 40 Aussteller überwiegend kulinarische Köstlichkeiten und handwerkliche Produkte anbieten. Und natürlich ist das hier eine ganz, ganz tolle Sache. Jedes Jahr erneut, aber nicht selbstverständlich, weil der Aktivkreis Handel, Handwerk und Gewerbe diesen Weihnachtsmarkt organisiert, ihn betreibt. Die Stadt hilft natürlich auch mit dem Bauhof, mit dem Ordnungsamt, mit der Kurverwaltung. Aber wenn wir die Aktiven des Aktivkreises nicht hätten, dann gäbe es diesen wunderschönen Weihnachtsmarkt hier mitten in der historischen Altstadt in Bad Münstereifel nicht. Der Weihnachtsmarkt ist an allen 4 Adventswochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag geöffnet. Kommen Sie doch mal vorbei. Bad Münstereifel ist halt zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Und an der Stelle legen wir jetzt eine ganz kurze Werbepause ein, sind aber gleich wieder zurück mit der Voreifelzeit und dann unter anderem mit der Band des Monats. Der Quell unseres Lebens. Wasser. Erleben Sie den Geschmack von Leichtigkeit und Wohlbefinden. Roisdorfer Wellness. Erfrischt und belebt. Ein köstlicher Luxus. Roisdorfer Wellness. Na, lacht Ihre Steckdose auch schon? Jetzt wechseln zum Regionalgas Aquastrom. 100% Wasserkraft. Gut für die Umwelt, preiswert für Sie. Dazu Preisgarantie bis Dezember 2014. Da lacht dann auch Ihr Geldbeutel. Alle Infos zum Aquastrom auf regionalgas.de. Regionalgas. Regionalgas. Ganz persönlich, kompetent und regional. Erstklassige Ausbildung. Anspruchsvoller, vielseitiger Beruf. Physiotherapeut. Karriere mit Zukunft. Mit staatlicher Prüfung, auch als Bachelor- und Masterstudiengang. Jetzt bewerben. Physiotherapieschule Rheinkolleg Meckenheim. Ich fand den Bericht über unser Mineralwasser aus Roisdorf sehr informativ und finde, dass eine Sendung wie die Voreifelzeit für unsere Region sehr wichtig ist. Ich finde Voreifel TV super, weil hier werden mal kleine Menschen groß dargestellt. Seitdem ist das Pflichtprogramm. Einfach toll.
So eine Sendung wie diese Voreifelzeit hat in unserer Region, finde ich, schon lange gefehlt. Jetzt werden unsere Brauchtumsveranstaltungen deutlich besser wahrgenommen. Prima so, weitermachen. Voreifel TV ist für mich ein gutes und auch sehr wichtiges Format. Für mich Daumen hoch. Voreifelzeit wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Köln. Gute Beratung, gut für Sie in den Regionen Rheinbach, Meckenheim und Bornheim. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Hallo und willkommen zurück zur Voreifelzeit. Auch im Dezember haben wir natürlich wieder eine Band des Monats für Sie. Dieses Mal eine Coverband, die aber häufig in der Voreifel auftritt. Nachdem ABBA im Jahre 1974 den Sieg des Grand Prix Eurovision de la Chanson in ihr Heimatland Schweden holten, eroberten sie mit ihrer damals ganz neuartigen Musik die Welt im Sturm. Eine Band, die nicht nur Musikgeschichte schrieb, sondern zur Legende geworden ist. Ein Mythos, der bis heute anhält und die Menschen aller Generationen in seinen Bann zieht. Ja. Hallo, das ist ABBA da Capo! Die in der Voreifel häufiger auftretende Coverband ABBA da Capo liefert eine großartige Bühnenshow, die Augen und Ohren betört und sie mitnimmt in die bunte, prachtvolle und schillernde Welt der 70er und 80er Jahre. Mit graziösen sowie jungen und spritzigen Choreografien, glamourösen Bühnenoutfits und mit facettenreichen Gesangsinterpretationen der weltberühmten Originalsongs schafft ABBA da Capo die perfekte Verbindung vom Feeling der 70er Jahre und dem Sound- und Lebensgefühl des neuen Jahrtausends. Lassen auch Sie sich mitreißen und genießen mit uns noch ein paar ABBA-Klänge. Heute zeigen wir Ihnen wieder einen Lieblingsort eines unserer Zuschauer in der Voreifel und der liegt diesmal in Wachtberg. Hallo liebe Zuschauer von Voreifelzeit. Mein schönster Platz ist hier in Wachtberg, das Ehrenmal bei Berkum. Von hier aus mache ich sehr gerne meine Exkursionen mit den Hunden durch den Wald. Und ganz besonders schön ist dieses Ehrenmal, wenn es abends angestrahlt wird. Das hat einfach was ganz Besonderes.
Und das war's für heute auch schon wieder aus der Voreifel. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und tschüss. Voreifelzeit wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Köln. Gute Beratung, gut für Sie in den Regionen Rheinbach, Meckenheim und Bornheim. Wenn's um Geld geht, Sparkasse.